Zuerst öffnen Sie im Internetbrowser campus.alplan.com. Dort müssen Sie sich nun registrieren. Dafür gehen Sie oben auf Noch nicht registriert. Im nächsten Schritt füllen Sie das nun erforderliche Kontaktformular aus und bestätigen dieses unten mit Jetzt registrieren. Nach der erfolgreichen Absendung des Kontaktformulars erhalten Sie eine E-Mail in Ihr Postfach. Dort finden Sie einen Aktivierungslink, den Sie bestätigen müssen. Nun sind Sie auf Alplan Campus registriert. Als nächstes müssen Sie einen Nachweis hochladen. Dafür gehen Sie oben auf Download und Nachweis hinzufügen. Jetzt müssen Sie das Kontaktformular ebenfalls ausfüllen. Ganz wichtig, klicken Sie hierbei auf Lehrer. Nun laden Sie ein entsprechendes Dokument hoch, welches bestätigt, dass Sie als Lehrperson tätig sind. Dies kann beispielsweise der Dozentenausweis oder ein Screenshot Ihrer Hochschulseite sein. Der nun folgende Prozess kann bis zu 3 Werktage dauern. Beim nächsten Login sollte diese Maske erscheinen, indem Sie Ihren Product Key finden. Nun klicken Sie auf Alplan BIM Plus. Team erstellen und erstellen im nächsten Schritt Ihr BIM Plus Team. Dazu scrollen Sie bis zum Seitenende runter und klicken unten auf Speichern. Der Hinweis unten auf der Seite ist für Sie als Alplan Campus Nutzer irrelevant. Nach diesem Schritt scrollen Sie nochmals herunter und klicken auf Alplan BIM Plus Team erstellen. Ihr BIM Plus Team wurde nun erfolgreich erstellt. Sie sind als Lehrkraft verifiziert, haben nun 100 GB persönlichen Speicher, verfügen über 9.999 Speichermöglichkeiten für Projekte und können bis zu 1.000 weitere Teammitglieder einladen. Um zu BIM Plus zu gelangen, klicken Sie auf den Button zu BIM Plus. Nun öffnet sich ein neues Fenster mit dem Portal BIM Plus. Hier haben Sie nun die volle Übersicht und den vollen Funktionsumfang über Ihre Projekte. Wenn Sie unten auf Shop besuchen klicken, wechseln Sie auf den Reiter Education. Dort finden Sie nun alle Erweiterungen, die selbstverständlich für Sie kostenlos sind. Die meisten Erweiterungen sind bereits in Ihrer Lizenz aktiviert. Das Ganze können Sie überprüfen, indem Sie oben auf Ihren Namen und auf Subscription and Users gehen. Hier sehen Sie nun alle Ihre freigeschalteten Funktionen. Bitte beachten Sie, dass dieser Prozess jedes Jahr wiederholt werden muss. Das Ablaufdatum finden Sie auf dieser Seite.